Versucht, einen Bleistift auf eurer Fingerspitze tanzen zu lassen? Ich schaffe es nicht, bei mir fällt er immer wieder um. Warum ist das so? Wenn man schaut, wo der Schwerpunkt ist, der liegt hier in der Mitte des Stiftes, dann ist dieser Schwerpunkt oberhalb von diesem Drehpunkt und deswegen will der Bleistift immer umfallen. Und wie schaffe ich es, dass ich den Stift doch auf meinem Finger tanzen lassen kann? Ich habe einen Draht einfach um den Stift gewickelt, eine kleine Schlaufe gebildet und unten eine Wäscheklammer rangehangen. Und nun auf einmal, da tanzt der Stift auf meinem Finger. Wieso ist das so? Jetzt, durch diese Konstruktion, habe ich erreicht, dass der Schwerpunkt auf einmal unterhalb der Spitze ist. Und dadurch ist es möglich, dass dieser Stift ganz fein auf meinem Finger tanzen kann. Viel Spaß beim Nachmachen!